Ja, Hannes, wie war die Trainingswoche und wie geht's jetzt nach Lüneburg und welcher Stimmung fahrt ihr zum Auswärtsspiel? Ja, die Trainingswoche war echt recht gut. Wir haben ab Dienstag richtig gut gearbeitet, Montag war nicht so. Haben eben uns angeschaut, was haben wir gegen Bühl falsch gemacht, hart dran gearbeitet und war jetzt auch mal gut, eine Trainingswoche ohne ein Mittwochsspiel, ohne Unterbrechung da gut durchzuziehen. Mit welchen Erwartungen fahrt ihr zur SVG? Ich denke, es wird ein schwieriges Auswärtsspiel, eine ungewöhnliche Halle und auch ein starkes Team, das da auf euch wartet morgen Abend. Ich denke, Lüneburg ist klar Favorit. Wir müssen schon echt an unsere Leistungsgrenze gehen, dass da was geht. Aber wie gesagt, wir haben immer wieder gute Fortschritte gemacht, jetzt auch unter der Trainingswoche, mit Ausnahme von dem KW-Spiel. Und wenn wir das alles mal auf die Platte jetzt kriegen, dann glaube ich auch, dass wir da, ich sage es jede Woche wieder, glaube ich auch, dass wir da gut mitspielen können und was holen. Wie geht ihr mit dem steigenden Druck um, der jetzt nach den ersten Begegnungen vielleicht auf euch lastet? Ich glaube, zu Hause gegen Bühl haben wir ein bisschen Druck gehabt, weil der ein oder andere wahrscheinlich schon erwartet hat, dass wir da was holen. Aber ich glaube, in Lüneburg sollten wir keinen Druck verspüren. Lüneburg ist klarer Favorit, wie ich schon gesagt habe. Und für uns gibt es da nur was zu gewinnen. Also wir können da nicht verlieren. Hannes Elsässer, gute Reise und viel Erfolg. Danke.